Herzlich willkommen zum neuesten Video. Heute ein schöner, sonniger Mittwoch. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg in den Stall. Da wird heute einmal durchgemistet. Der schmelzende Schnee sorgt dafür, dass das alles recht matschig ist unten. Und dann geht's an den Versand. Heute wird die Kühlware mit UPS versandt. Die mache ich noch schnell fertig für die Abholung. Und dann geht es auch raus. Und heute Abend werde ich noch von einem Kumpel den Zuchtstier mitverladen. Den fahren wir mit meinem Hänger, meinem Auto, weil der so groß und schwer ist, dass es mit seiner Ausrüstung schwierig geht. Ja, den fahre ich noch heute mit zum Schlachter. Ja, das ist das Tagesprogramm. Greif mal an. Ich habe die Kopfkamera dabei, denn ich habe meinen Kopf heute viel mal eingeschalten. Ihr wolltet ja immer das mit der Kopfkamera, das Misten und alles so sehen. Und ich habe gesagt, ich würde gerne filmen und zwei Hände frei haben. Das probieren wir heute aus. Ergebnis kommt jetzt. Dann ziehen wir erstmal ein vernünftiges Schuhwerk an, denn da draußen ist es alles ein bisschen siffig. Gut. Wie man sieht, der Futtertisch ist auch leer. Also werde ich heute auch noch gleich einen Heuballen reinknallen. Aber jetzt jagen wir erstmal die Bande nach unten da. So Freunde, ich muss misten. Also runter mit euch. Hopp, hopp. Hopp ab! Hopp ab runter! Kommt runter auf die Weide, hopp hopp! Hopp hopp! Auf die Weide! Ab dafür! Hopp auf! Hopp auf! Hopp! Alle miteinander! Hola hola! Hola hola hola! Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Ja, du auch. Komm raus. Komm raus. Jetzt schauen wir nochmal rein, wer da drin noch umeinander flackt. Ja, die Herrschaften können ruhig da herumbleiben. Dann machen wir halt da dann schnell zu. Dann können die da herumbleiben, während ich miste. Das ist völlig egal. Da ist die Schlüssigkeit Unmensch. So, auf geht's, hopp. Runter auf die Weide, hola, hola. Hola, hola, hola. Hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Der Weg ist super siffig, ey. Leckfett. Nächstes Jahr dringendst. Nächstes Jahr. Bloß weil es Schnee liegt, nächstes Jahr. Dieses Jahr meine ich natürlich. Dieses Jahr dringend befestigen. So, hier geht's dann mal jetzt alle unten rein. Wunderbar. Ich schalte mal schnell den Strom ab, denn da drüben ist irgendwas abisoliert. Das kleine Mädchen, da ist er, der Rudi, morgen! Sie ist ja geil. Im Schnee. Gefällt dann, glaube ich, ganz gut. Jetzt hängen wir da mal die Litzen aus. Da kann ich mit dem Hoflader dann rausfahren und den Heuballen holen. Hier tun wir da wieder festhängen. Jo. So, alles schön aufgeweicht, meine Fresse. Was gibt's denn zum Meckern da hinten? Ja, du hattest gerade einen Milcheimer und Heu ist auch da. Also was ist dein Problem, hä?
Emma, was jammerst? Du bist da schon gerne hinaus auf die Weide, gell? Ja, dauert nicht mal zu lang. So, ihr Herrschaften seid jetzt aufgestanden, ne? Ihr hättet ruhig liegen bleiben dürfen. Huhuhuhu. Dann einmal den Handschieber. Und einmal die Stoßscharre. Na wie, es ist so halb Schnee und halb Matsch, ne? Na, gucken wir mal, wie machen wir es denn am besten? Unten machen wir es händisch. Und da schieben wir es dann mit dem Hoflader rauf. Jo, jetzt ist inzwischen später Nachmittag. Der Tag über war jetzt damit ausmisten und
mit der Vorbereitung im Versand gefüllt. Und war ja klar, dass beim Versand nochmal irgendwie der große Knaller kommt. Denn als ich angefangen habe zu labeln und zu etikettieren, ist mein Thermodrucker ausgestiegen. Ich hatte aber Deadline von UPS, 14:45, muss das Zeug vor Ort sein. Naja, okay, was mache ich? Ich habe dann ewig noch mit mehreren Computern Treiber installiert, deinstalliert und Drucker umkonfiguriert und was weiß ich was, Software neu installiert und auf keinem Computer zum Laufen gebracht mehr. Und habe dann herkömmlich auf Papier ausgedruckt und die dann aufgeklebt aufs Paket. Habe das dann gerade noch so hingekriegt, dass ich die gekühlten Sachen heute loskriege. Sprich die ungekühlten Pakete, Salami, das muss dann morgen los. Vielleicht schaffe ich es heute Abend noch, den Drucker entsprechend zu reparieren oder zu konfigurieren. Ich weiß noch nicht, wo der Fehler liegt, ansonsten brauche ich einen neuen. Und habe die gekühlten Pakete 2 Minuten vor Deadline fertig gekriegt. Also es war Punktlandung. Das heißt, die gekühlten Sachen sind wahrscheinlich schon bei euch, wenn ihr das seht. Ja klar, sind auf jeden Fall schon bei euch, wenn ihr das seht. Das ist durch. So, was haben wir jetzt noch auf der Agenda? Jetzt war gerade noch spontan der Zaunbauer da und hat mir die kleinen Weidetore abgeholt und größere da gelassen. Also die haben jetzt umgetauscht, die passen, dann sind jetzt da. Sobald das Wetter erlaubt, hoffe, dass morgen mal ein bisschen einigermaßen Ruhe gibt vom Schneien, dann werde ich mal hinausgehen und die Tore montieren. Jetzt bin ich unterwegs mit meinem Viehhänger zu einem befreundeten Züchter, der heute seinen Zuchtbullen auf den letzten Weg schickt. Und der ist eben so groß und so schwer, dass wir da größeres Transportgefährt brauchen. Das heißt, ich helfe ihm, den heute hochzufahren zum Schlachter. Und ja, da bin ich jetzt auch schon wieder ein bisschen spät dran, also später als ich eigentlich wollte. Aber irgendwas ist ja immer, ne? Ich denke, ihr kennt das ja auch. Das ist ja bei jedem das Gleiche. So, jetzt ist dann noch Mittwochabend. Mittwochabend heute, ne? Ja. Ich schaue gerade mit euch, oder einen großen Teil von euch, gerade den neuesten Vlog in der Live-Premiere. Ich komme gerade aus dem Stall. Draußen ist es wieder schneeweiß. Ja, und das wird da die ganze Nacht so durchschneien. Gucken wir mal, ob ich morgen früh dann vielleicht erstmal Schnee schieben muss. So, heute ist Donnerstag, später Nachmittag. Ich bin gerade noch an der Montage von den neuen Weidetoren. Diesmal ist es die passende Größe. heute Nachmittag war wieder große Fuhre mit dem UPS-Fahrer unterwegs von uns. Haben wir heute Vormittag noch kommissioniert und heute Nachmittag ging das raus. Das ist dann morgen bei euch. Jo, dann stelle ich euch jetzt mal auf die Seite. Dann könnt ihr mal schauen, wie die Tore da zusammengeschraubt werden.
So, beim unteren Tor habe ich jetzt abgebrochen, ich habe keine Zeit mehr, aber ich zeige euch nochmal schnell das obere. So schaut es dann fertig montiert aus. Also da ist ein Feststeller dran, da ist unten Untergrabschutz elektrifiziert, oben Übersprungschutz elektrifiziert. Das Ding schaut aus, als hätte ich da einen scheiß Dinosaurier dran halten. Jo, aber das sollte passen. Jo, so muss ich eben noch 5 Tore montieren, aber die mit Sicherheit nicht mehr heute. Ja, das ist er, der Zaun. So, es ist Freitagnachmittag. Ich bin vom Hauptjob zurück gewesen, das ist Nachmittag, später Nachmittag, Abend, Sommerabend dazu. Ich habe noch schnell Silo gefahren. Einmal für die Mutterkühe und einmal habe ich für die Fersen für morgen früh bereitgestellt. Ich brauche bloß noch die Haube abnehmen und rein, denn morgen ist Abholtag vom Buchverkauf und deswegen soll dann morgen relativ wenig Arbeit übrig bleiben. Ich werde nochmal der Optik halber durchmisten. Ich meine, es muss halt doch besonders schön ausschauen, wenn Publikumsverkehr herrscht. Jo, dann kriegen wir morgen eben die Fersen drüben nach dem Siloballen. Die haben heute noch was drin, das gabel ich hier noch ein bisschen vor. Das reicht bis morgen. Drin gibt es dann einen Heuball noch. Und morgen müssten wir einmal durch. Heute jetzt wieder vergessen, noch die Raufe zuzumachen. Na ja. So. Mal schauen, dass ich da nicht lang kriege. Einhändig, Freunde. Chugga! Jo, dann noch Silage. Das ist vom letzten Schnitt. Das ist im Herbst geschnitten. Das ist eigentlich, ja, der Anlegegrad hätte wegen höher sein können. Aber ja, von der Feuchtigkeit her, es passt. Es ist nicht geschimmelt. Es ist von Kleeflächen, also hat es auch gut Eiweißgehalt. Das passt, das ist in Ordnung. Und sie fressen es gern. Der Rest von den Mutterkuhgruppen ist drunten unterwegs auf der Weide. Da liegt irgendein Plastikteil unten, da muss ich nochmal runter. Da wird irgendeine Folie sein, die es runtergeweht hat. Oder es ist Restschnee. Denn wie man so sieht, der Schnee ist weg. Heute haben wir hier 15 Grad tagsüber. Und vor 2 Tagen hat man geschlossene Schneedecke mit 5 bis 10 cm. Das ist krass. April dieses Jahr extrem krass. Aber ja, der Niederschlag macht uns nichts. Der freut uns sogar. Da haben wir ein bisschen besseren Aufwuchs dann auf den Flächen. Dauert halt jetzt nur ein Stückchen, bis wir raus können. Jetzt ist wieder alles feucht. Wie man so sieht, gerade aufwärts alles aufgerissen. Ja, es trocknet auch schnell ab, wenn es ein bisschen warm bleibt, ein bisschen Wind geht, dann ist es schnell abgetrocknet. Den Stall habe ich jetzt mal heraus noch gepackt, denn heute heißt es wieder Heizpellets holen. Da versuche ich jetzt gerade noch meinen Heizungsbauer zu erreichen, aber der Mann ist schwieriger zu erreichen als der Papst. Er konnte mir nämlich heute noch nicht sagen, wann er Zeit hat, dass er mir die verlädt schnell. Jo, da fahre ich jetzt dann rückwärts rein, hänge das Heckgewicht ab, hänge die Mulde dran. Oh, Steyr schaut schon wieder aus wie Sau, bloß wenn man einmal im Wald gefahren ist zum Siloball holen. Was dem Steyr definitiv fehlt, also die Kotflügel sind zu kurz, die hätten bis daher gemusst. Mal schauen, da gibt es glaube ich ja serienmäßig irgendwelche so Latten noch oder so ein Kunststoffschürze, die man da dran macht. Wäre schon schöner, wenn die Karre jetzt mal komplett versaut ist, bloß wenn man einmal kurz über den Feldweg fährt. Sonst ist es ja schön sauber eigentlich. Naja, fast, relativ. Jo, dann schauen wir jetzt nochmal in den Stall, ob da alles passt. Denn heute Abend weiß ich nicht, wie lange ich mit den Pellets brauche. Und dann wollte ich relativ zeitig Feierabend machen, dass ich morgen früh richtig früh starten kann. Außerdem muss heute Abend noch die Abholware kommissioniert werden. Und wie gesagt, morgen ist Abholtag. Das tue ich dann auch aus der Kühlung raus. Kommissioniert es doch dementsprechend, dass die Leute morgen Corona-konform bei uns einfach bloß im Hof quasi die Übergabe von ihrer Ware haben. Das Ganze wird dann bargeldlos ablaufen. Das ist auf Rechnung. Ich meine, die Kunden haben sich vorher registriert. Die meisten sind sowieso Stammkunden, die kennt man ewig und drei Tage schon. Da schnappe ich mir jetzt dann meine Mulde. Das ist eine alte Mulde, die ich noch von meinem MF übrig habe. Die kann ich sonst für nichts gebrauchen. Ich meine, das Ding ist winzig, da passt ja mein Frontladerschaufel mehr rein. Aber um die Pellets zu transportieren, ist das Ding perfekt. Ich habe ein paar Änderungen dran vorgenommen. Das heißt, wir haben da noch eine Welle eingeschweißt, mit dem wir dementsprechend abgedreht haben, dass die Kugeln drauf passen. Das war nämlich vorher mit Ackerschienenhalterung unten dran und die ist noch dran. Man sieht es, da unten wird die Ackerschiene nochmal eingehängt. Jetzt habe ich sie auf den Dreipunkt umgebaut. Da haben wir noch einen Winkel reingeschweißt. Oben noch ein bisschen was
abgeschweißt und wegflext, angeschweißt und wegflext, damit wir da mit dem Oberlenker super hin können. Ja, das ist der provisorische Sperrbolzen, denn die ist kippbar. Und ich habe keinen Bock, dass unterwegs eine Tonne Pellets auf der Straße verteilt wird, weil die plötzlich gibt. Die, wie gesagt, schneiden wir jetzt gleich an. Jetzt gucke ich nochmal schnell rein, wie es im Stall ausschaut, damit ich weiß, was mich später noch erwartet, wenn ich wiederkomme. Okay, wir müssen definitiv einstreuen. Aber das sollte kein Problem sein. Beidseitig, okay. Und bei den Kälbern auch kein Stress. Donnerwetter. Also ihr frisst momentan echt richtig gut Heu weg. Auf der Fersenseite habe ich gestern, auf der Mutterkuhseite habe ich gestern einen Ballen Heu ausgebreitet. Jo, wie man so sieht, sieht man nichts. Also das ist echt gut verbraucht. Da muss ich dann definitiv, das kehre ich noch rüber. Reicht für beide Seiten heute Abend noch. Und dann hole ich morgen früh einen neuen Heuballen, den ich dann da platziere. Dann kriegen beide nochmal frisch morgen früh. Misten, wie gesagt, morgen früh. Einstreuen gucke ich, dass ich vielleicht heute Abend schon mal dick mache, dass das morgen früh auch noch trocken ist. Gut, trocken ist es ja relativ. Also richtig nass ist es nicht, wenn man drüber läuft. Es quatscht nicht. Es schaut bloß unschön aus, weil sie die Deckschicht oben wegfressen. Ne? Deckschicht wegfressen und ja, ein bisschen hätte es die Kacke von ihm durchmatscht. Aber dass wir es optisch auch noch schön haben, machen wir da morgen ein bisschen schick. Und heute Abend misst man einmal grob durch. Die Kälber fressen auch inzwischen dreimal täglich vorne eine Portion Heu mit dazu, zur Milch und zum Kälbermüsli. Also die gehen immer richtig Gas. Die fressen mir fast buchstäblich die Haare vom Kopf. Wie man so sieht. Jo. Da docken wir jetzt dann rückwärts an mit dem Steuer. Und wenn ich mal aufgeräumt habe, gibt es meine versprochene Hofrundgang. Ein bisschen Ordnung muss sein. Beziehungsweise haben wir gesagt, wir machen vorher, nachher. Also es gibt einmal einen dreckigen Hofrundgang und einmal den bereinigten. Und ein verspätetes Abo-Special für 5000er hätte ich auch noch. Das sollte eigentlich der Hofrundgang sein. Naja, dann kündige ich mal jetzt was ganz Besonderes an. Wenn wir mal die 10.000 voll haben. Gut, das ist so besonders wahrscheinlich. Ich freue mich ja selber schon drauf. Wenn das so funktioniert, dann werde ich es wahrscheinlich schon vorher sehen müssen. Denn ich will das dann unbedingt veröffentlichen. Gut, gut, gut. Wie schaut es bei den Hühnern aus? Wird ja auch immer gefragt, wie geht's denn hin? Jo, die sind immer noch in Stallpflicht. Aber ja, sie picken sich gegenseitig aus lauter Langeweile ein bisschen die Hintern blank. Ne, ihr Hübschen? Servus. Die legen fleißig, aber es ist halt wirklich Tipps für drei. Bisschen eng in der Voliere, finde ich. Aber wenn sie hier rausgeht, dürft ihr über den ganzen Garten. Denn über den hinteren Teil vom Garten haben wir lauter Moos. Und bevor ich da mit Vertikutierer drauf gehe, stecken wir das einfach ein bisschen größer ab. Lass uns einmal abfressen und sehen einmal neu Gras an. Voll ökologisch, biologisch. Versteht sich. Nee, eigentlich nur stinkend faul. Das spart Arbeit. So, schönen guten Morgen. Heute ist Samstag, der Abholtag von der diesmaligen Schlachtung. Das Ganze ist jetzt kommissioniert worden. Ich darf jetzt mein Emir zeigen, Datenschutz, hoch, da stehen ein paar Namen. Ja, ist alles in Tüten verpackt und fertig, steht bereits zur Abholung. In circa eineinhalb Stunden kommen die ersten Leute wahrscheinlich. Und ich gehe jetzt nochmal raus zum Mischen. Küche noch versorgt. Es hat schön geregnet und regnet immer noch, also ist es schön matschig. Das heißt, einmal die Pampe hier durchschieben, einmal Silo für die Fersen in die Raufe, einmal Heu auf dem Futtertisch,
ein bisschen aufstreuen. Wir schauen uns mal die Liegehalle an. Jo, da brauchen wir es auch dringend. Also gut, weiß ich, was ich heute noch tue. An der Stelle endet das Video. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, unten ist der Abo-Button und drückt die Glocke, damit ihr auf dem Neuesten bleibt. Unten in der Beschreibung findet ihr Haufen interessanter Links. Guckt da mal drauf. Da könnte für euch sicherlich was dabei sein. Und ja, beim nächsten Vlog sehen wir uns wieder in alter Frische. Bis dahin, Servus und Ade.